Tag. Wir sind auf der diesjährigen Wildmesse in Oldenburg. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt zum Thema Innendeko. Hinter mir ist der Caperol-Stand. Da ist ordentlich was los. Die Stimmung ist bombastisch und da gehen wir jetzt hin. Verzeihung. Super eng. Kommen Sie auch schon seit Jahren mit, oder? Immer, immer. Man muss gucken, was es Neues gibt, damit man in der Wohnung auch was Neues kriegt. Das ist doch so. Und man muss dem Mann natürlich immer auf die Finger schauen, oder? Ja, auch mit. Doch, das ist immer ganz schön. Mhm. Die Kinder sollen das auch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht will ja irgendeiner mal das nachmachen oder weitermachen. Ne? Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Malermeister, selbstständiger Malermeister. Warum sind Sie genau hier? Um mich zu erkundigen, was es für Neuerungen gibt. Wir müssen den Kunden ja auch dementsprechend was Neues anbieten können. Wer heute ein Malerunternehmen nimmt, bei den Stundenlöhnen, die wir heute haben, der möchte Qualität, der möchte eine solide Vorarbeit, der möchte einfach 100% Qualität. Und ich glaube, dass sich da Betriebe abheben müssen. Ja, von Caperol, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut eigentlich. Die Qualität ist sehr gut. Man braucht nur einmal streichen, das Deck dann anschließend auch. Und damit spart man sich sehr, sehr viel Arbeit. Mit was sind Sie denn bisher besonders zufrieden? Also mit den Caperol-Innenfarben sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Also da arbeiten wir sehr gerne mit. Warum ist die, hat sie irgendwas Besonderes? Deckkraft ist da, Fülligkeit ist da und das ist ja hauptsächlich wichtig heutzutage. Und das ist eigentlich alles. Da gucken Sie auch nicht so auf den Preis, sondern denken sich... Das ganz bestimmt, die kann lieber ein bisschen teurer sein, aber die Qualität stimmt. Hier gerade am Caperol-Stand, gibt es da irgendwas Spezielles, was Sie sehr interessiert? Die Indeko. Und warum gerade die? Das ist eine Top-Farbe, die wir im Laden verkaufen und wo wir unsere Kunden und auch unsere Werkstatt mit ausstatten wollen. Okay, das ist so die Erfolgsfarbe im Moment für Sie? Ja. Sind Sie freiwillig hier? Nein, ich wurde gezwungen. Okay, also Sie mussten mit Ihrem Mann herkommen? Genau. Dann frage ich immer gerade Ihren Mann. Nee, sie soll ja auch mal sehen, was es Neues gibt, auch im Deko-Bereich mal. Ne? Also man muss sich ja auch mal informieren und die Frau am Telefon muss dem Kunden ja auch mal was erklären können. Ne? Korrekt. Warum sind Sie gerade hier am Caperol-Stand? Ja, um gerade bei Caperol mal die neuen Techniken auch meiner Frau zu zeigen. Ne? Ja. Wie der Hase läuft. So ist es, genau. Sagt Ihnen das Stichwort in Deko was? Selbstverständlich. Okay, was genau? Ja, die beste Farbe von Caperol. Ne? Warum ist es die beste Farbe? Warum glauben Sie? Naja, lässt sich gut verarbeiten, deckt gut. Ne? Also ist schon, denke ich mal, die führende Marke von Caperol. Ne? In Deko Plus ist ein Name um den Malhandwerk, das auf jeden Fall. Und wofür steht es? Ja, hochwertige Indispersionsfarbe, weiß, Caperol halt. Wenn der Elefant ins Laufen kommt, ne, dann soll das wohl klappen. Wie zufrieden sind Sie denn mit Indeko Plus? An sich sehr gut. Leider hat es keine Schiffszulassung, das wäre noch besser für uns, weil dann können wir das Material auch auf dem Schiff verwenden. Ja, ich finde, vor allen Dingen den Haftprimer finde ich gut und Indeko Plus finde ich gut. Stichwort Indeko Plus, was genau finden Sie daran toll? Ja. Gute Deckkraft ist, sehr gut zu verarbeiten. Ja, und Hauptsache meine Mitarbeiter sind damit zufrieden und kommen da gut mit zurecht. Okay. Und die sind zufrieden durchaus? Sehr zufrieden sogar. Was ist mit Ihren Kunden? Ja, das kommt immer darauf an, wenn wir das gut anwenden, sind die Kunden auch zufrieden. Und wenn sie ein schönes Gesamtbild haben, das ist natürlich absolut spitze. Dann können wir uns gut verkaufen und können auch einen guten Preis erzielen. Ja gut, die Kunden sind sich auch begeistert. Hohe Deckkraft und wirklich schneeweiß gegenüber anderen Farben, die doch einen leichten Graustich haben. Ja, also von daher, ich kenne keinen Kunden, der gemeckert hat. Ich schwöre auf die Indeko, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist gut, die hat ein gutes Ergebnis, vor allen Dingen, wenn ich Tapeten habe mit Struktur drin. Die kleistert mir nicht sofort alle Fugen dicht.
die Indeco, da kann ich ruhig 3-4 Mal mit drüber streichen und sehe immer noch was von meiner Strukturtapete. Ist super, muss ich sagen. Ja, nasse Abriebklasse 1 ist schon hervorragend und vom Verbrauch her sehr gering gegenüber Wandfarben, sage ich mal. Topfarbe. Also warum ausgerechnet Indeco? Weil es eine qualitativ hochwertige Farbe ist. Es ist schon so, dass wenn man damit eine Fläche streicht, dass das Ergebnis zufriedenstellend wird. Und das ist ja erstmal wichtig. Und dann spielt der Preis erstmal eine zweite Rolle. Ne? Das ist der Punkt. Also wir haben nach wie vor immer schon mit Indeco Plus gearbeitet und haben jetzt in der letzten Zeit mal ein bisschen mit einer anderen Farbe gearbeitet. Hab wieder festgestellt, dass doch die Farbe die beste überhaupt ist. Und so wollte ich jetzt auch gerade was bestellen, aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Es ist so, die Farbe ist natürlich teurer, aber ich spare ja viel Arbeitszeit ein, indem ich nur einmal streichen muss, wegen der hohen Deckkraft. Also verstehe ich das richtig, Sie verlassen heute das Gebäude mit ein paar Bestellungen? Da gehe ich ganz stark von aus, ja. Wie groß wird die Bestellung? Also ich denke mal, wir haben bislang immer Palette in Deko bestellt, dass das heute auch wieder der Fall sein wird. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, warum benutzt man Farbe? Zum Streichen halt. Ja. Was werden Sie jetzt bestellen, wenn Sie rübergehen? Also, wir werden bestimmt ein paar Paletten bestellen, weil mich das Kissen von Caparol, den Elefanten, den möchte ich so gerne haben. Und das lohnt sich dann deswegen schon. Für den Innendekorationsbereich, für den Innendekorationsbereich. Schönen guten Tag, wir sind auf der diesjährigen Wilsmesse in Oldenburg. Die ist sehr wichtig für den Innendekorationsbereich.